Meine Aufgabe gerade als Gesundheits- und Pflegeministerin ist, sich um die Menschen zu kümmern. Das heißt, dass ich sie bewegen möchte, dass sie viel tun, um möglichst lange gesund zu bleiben, aber dass wir gleichzeitig, wenn es darum geht, dass eine Versorgung da ist, wenn sie krank sind, wenn sie pflegebedürftig sind, dass wir uns dafür einsetzen, dass eben ausreichend Ärzte da sind, dass es Krankenhäuser gibt, dass wir uns kümmern um die bauliche Substanz der Krankenhäuser und eben auch gerade im Pflegebereich, dass wir da sehr engagiert sind, zu unterstützen, dass Menschen in die Pflege gehen, dort arbeiten oder auch pflegende Angehörige, dass die Unterstützung erhalten. Das ist das, was ich im Ministerium vor allem tue, neben vielen anderen Themen. Heimat ist für mich da, wo die Familie ist und in dem Fall in Bayern, in Oberfranken, in Bamberg. Für mich ist ganz wichtig, dass die Menschen in Bayern wissen, dass sie eben eine gute medizinische und pflegerische Versorgung haben und dass wir weiter daran arbeiten wollen, dass es so bleibt. Ehrlicherweise ist es bei mir so, dass ich recht gut entspannen kann. Das kann sein, mit den Jungs draußen im Garten Fußball zu spielen oder einfach heimzukommen und mit ganz anderen Dingen konfrontiert zu werden, als man vielleicht im Kopf noch auf der Fahrt hatte. Also ich muss sagen, ich bin einfach unwahrscheinlich gern draußen und mit der Familie unterwegs, mit Freunden, und das finde ich absolut erholsam und einfach auch spannend. Für mich ist natürlich die Herausforderung, dass man eigentlich am liebsten noch viel mehr machen möchte und auf den Weg bringen möchte und gleichzeitig, dass man manchmal zeitlich durchaus auch ein Limit hat. Der Tag hat halt nur 24 Stunden, aber im Großen und Ganzen ist es mir wichtig, auch Themen wirklich voranzubringen, auch in der Praxis, dass es bei den Menschen ankommt. Auf meinen Mann und meine Familie. Also meine Eltern waren unwahrscheinlich stolz, als ich das Medizinstudium begonnen habe, als ich es absolviert habe. Und sie sind aber auch, ich glaube, einfach unterstützend, und egal was ich mache, freuen sie sich und kümmern sich und unterstützen mich, und das ist einfach ganz großartig. Passiert selten, aber dann sind es meistens eher die Jungs, die mich einfach überraschen mit dem, was sie tun. Einfach, wenn man mit Menschen im Gespräch ist und eine Situation da ist, die einfach komisch ist. Also von daher, das sind einfach eher immer die Situationskomiken. Da kann ich auch richtig schallend lachen manchmal. Mein Papa. Ich muss gestehen, dass ich gar nicht so viel Zeit zum Fernsehschauen habe. Im Moment ist es so, dass ganz häufig auch Kindersendungen bei uns laufen. Von daher bin ich Sams geprägt oder Feuerwehrmann Sam, aber selber mag ich gern Forrest Gump. Ich habe einen Gotteslob mitgebracht, ein Gebetbuch, weil mir mein Glaube sehr wichtig ist und weil es für mich auch so wichtig ist. Deswegen bin ich Ärztin geworden, um Menschen helfen zu können. Und auch in der Politik ist es für mich wichtig, für Menschen da zu sein, auf Menschen zu hören.